I've been thinking hard about this, and I really think we should be a thing. I'm sorry. I don't know if I feel like that. Oh. Wait. Look. I just don't know. Oh nein, wie Gabe guckt. Oh Gott, wie Gabe geguckt hat. Still pissed at me? Just shut up while I'm hugging you. Would you be happy never seeing me again? Oh. Er hat ihr gerade die Liebe gestanden. I just can't do this now. Oh. Hey. Hey. Trip. Look who's here. Hey, guys. Hey. Where have you been? Hi, das haben wir schon oft gesagt. Nein. Oh Gott. Joan threw me David in jail. Ganz kurz, ich habe ganz kurz eine Vorwarnung. Great. Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war kurz eine Meldung an mich, dass mein Virenprogramm bald abläuft. Deswegen war hier ganz kurz ein Cut. Aber jetzt geht's weiter. So you gave these people more reason to hate us. What is going on here in Richmond? You know more about this place than the rest of us. What do we do? We just can't trust Joan. She's trying to remove David from power by pinning murders on him. Told you we couldn't trust him. I'm sorry about what's going on with David, but we should have gotten out of here when we had the chance. We still need to get out of here, Javi. Let's go. Ich kann noch nicht weg, wir brauchen einen Plan. Ich kann noch nicht weg. Hier ist immerhin der Sohn von ihm. There's too much unfinished business here. Javi. Sorry, we can't leave yet. Have you guys even looked out the window? Go look for yourself. Wir haben ja immer noch den Sohn von David. Wir können ja nicht einfach ihm den Sohn wegnehmen. Also das würde mich ein bisschen... Das würde mich stören. Das passt nicht. Das kann ich nicht machen. Oh. Holy oh, shit. Fuck. Javi, even if you did get your brother free, you're not going to be able to go anywhere. Look at that. We should have left when we had a chance. Now we're stuck here. Oh Gott. At least we're all still together. Look, this isn't a glass half full situation. It seems like we're in danger within this place and without. I, for one, would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves. That the smartest move to make right now? That's oh, yeah, crazy. Yeah, jetzt muss ich entscheiden. Wir müssen vorsichtig sein. We'll need to make sure we can defend ourselves. No matter what we do next, okay? Defend. That's all you're doing? I don't want to risk us losing anybody else. But you don't seem to mind that. They will be coming for us. I know where there's guns. My dad showed me. There are lots. The armory. Good idea. A small group should go. Okay. Sounds like a plan. We'll get back here as soon as we can. Good luck. Das wird doch schief gehen. Come here. Kate, I... Just be careful. Oh Gott. Ich glaube, Kate sieht uns als Familie. Er sieht gar nicht mehr David. Sie sieht gar nicht mehr David. Look, Javi, I don't know if you heard us, but I think I fucked it up with Eleanor. Nein. We can talk on the way. About that, I don't think I can leave this apartment with things like this between me and her. It's just not right. I know you must have at least heard something. Das kennen wir alle. Sei nicht dumm, das sagen wir nicht. You know what I mean? It happens. Especially these days. Don't worry about it. Thanks. Er hat ihr doch nur die Liebe gestanden. Shouldn't have pushed it with her like I did. Wasn't fair. Too much going on already, right? Javi, come on! Just give us a minute, pal. I'm sorry, buddy. I don't know what to do. War vielleicht die falsche Situation? Just follow your heart. That's all any of us have left anymore, right? Noch philosophischer ging's Thanks, nicht. Man. Oh, das wird richtig nach hinten losgehen. I'll talk it over with Eleanor and watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen to anyone. Thank you. Javi, come on. Ja, doch. Good luck. Es war vielleicht wirklich der falsche Moment, ihr das zu sagen, wenn man so in Todesangst lebt. Aber gut.
Er hat's probiert. Wir haben die zweite Errungenschaft freigeschaltet. Über das Wasser. Ich glaube nicht, dass wir lebend... Stay frosty, Jens. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir zurückkommen, die anderen noch da sind. Stay cool, buddy. Natürlich guckt er zuerst nach links und dann erst nach rechts. Sehr praktisch, danke. Looks like Bob's on duty. I'll distract him away from the door and meet you inside. Be careful in there. There might be more of them. Remember what I said about staying cool. I've done this before, Avi. No, you haven't, Gabe. Not really. Some decisions, you make them in a split second. And then have to carry them the rest of your life. You understand? Yeah, I think I do. Ich hoffe, er sagt nicht irgendwas, was ihn dann... Oh Gott, wo er dann erschossen wird. How can we trust Ava that she won't turn us in? Can we really trust her? Traue nicht, David hat's... Your father trusts her. And we trust him, right? Yeah. Then we should be okay. I hope. Das ist alles nur so vage. Wir haben absolut keine Ahnung. I feel like I've never really known anyone other than you and Kate. Wenn er kein Mist redet, durch Taten, durch Taten. What I remembered of my dad. Through their actions, they can try to confuse you with their words, but someone worth your trust does good things. Makes sense. Ja, definitiv. Sehe ich genauso. I think we're up. She sure is a big help. Als ob der jetzt nicht... Oh, jetzt geht die Tür auf. Bestimmt geht jetzt die Tür auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu öffnen, wa? Mach die bitte noch lauter zu. Lass sie doch einfach direkt fallen. Ava said it'd be this way. Ich werde mich gleich erschrecken. Ich merke das schon. It's down here. The guns are through that door. Das ist doch viel zu einfach. Locked. No time to look for a key either. Ganz schlechte Idee. Have to do this the hard way. Das ist viel zu laut. Das ist viel zu laut, Junge. Oh nö. Nee. Und die arme Sauerstoffflasche. Das tut ja auch weh. Ich möchte das wirklich nicht machen. Ich würde das irgendwie anders regeln. Keine Ahnung, eine Karte durchziehen oder so. Okay, bringt vielleicht nicht viel. Okay, wir nehmen die Sauerstoffflasche. Alter. Ach komm, Junge, ist das dein Ernst? Also guck mal, wie laut das ist. Oh nee. Oh, scheiße. Oh, was machst du da? Oh nee. Das hat man doch in der ganzen Welt gehört. Also wenn es jetzt keiner gehört hat, dann weiß ich auch nicht. Dann ist hier irgendwas schiefgelaufen in dem Spiel. Ich weiß noch nicht, warum du nickst, aber ja, jetzt geht's ihm besser, wa? Warum ist denn so bemalt? Bisschen aus wie eine Waffe von Borderlands. Warum kann ich das nicht einsammeln? Warum macht er das denn jetzt? We never done this before. Just you and me.
We make a pretty good team, right? Right. The uncle, nephew, 1-2 punch. Ja, das tun wir. Positiv sein. Yeah, we do. Oh, 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 oh. Sorry to scare you. When we get back to Eleanor's, we need to talk to those people about doing the right thing by this place. I'll meet you at the entrance. Schade, dass ich das nicht einsammeln konnte. Warum? Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Irgendwie macht das Spiel das alles immer für mich. Das finde ich wirklich sehr schade. Ich weiß noch, wo ich in der Apotheke war mit Kenny und mit Lee. Und da durfte ich alles selbst einsammeln. Und hier? Ui! Komm her! Oh Gott! Uh-oh. Nein. Geh weiter. Du bärtiger Mann. Geh bitte. Nein! Freeze! Hey, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was? Och, Junge. Get away from- Kinder haben immer... Oh Gott. Warum hat er das denn gemacht? Oh, klasse. Was? Ich hab doch gedrückt. Ist das dein Ernst? Weg mit dir. Danke, Gabe. Javi, you're bleeding. Are you okay? Wie war das noch mit My Entscheidungen? God. Not dead yet. I'm so sorry. Jeez, I can't leave you guys alone for 2 minutes, can I? He's still alive? Yeah. Just passed out. Starting to think siding with you might have not been the best idea. Toss Sleeping Beauty in the closet so nobody sees him. Schneewittchen. Achso, ich muss schieben. Haha. Oh Gott. Let me see that wound. Ah. It's really bleeding. You're gonna need that taken care of. Shit. No, it's okay. Lingard and David are close friends. We can count on him to help you. Medical facility is right nearby. It'll be quiet this time of night, too. Ach, Gabe. Okay. But let's be quick. Ja, guck so. Das ist auch deine Schuld. Oh mein Gott. Nimmt vielleicht einer das Messer mit? Nö, kann auch da liegen, ne? Ist ja gar nicht offensichtlich mit dem ganzen Blut. Was zum Teufel, ey. Aber ja, so klar. Can we really hit targets over a mile away? Not these, but some models. Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns. He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council. I'll keep watch with Ava. Okay. Do any of them have laser sights? Oh. Fuck. Clem? Oh, ich dachte schon. Shit, Javi, what happened to you? Ran into a little trouble. Well, that looks like it must have hurt. I just need to get it cleaned up. Was machst du denn you hier? You surprised me. Thought you were someone else. Ich dachte, du wärst schon weg. Brauchst du Hilfe? Wen hast du sonst noch erwartet? Thought you'd be long gone by now. So did I. But I still need to talk about AJ with Lingard. And look at him. Hat er sich selbst was? Anyway, I can't leave Richmond with that hurt out there. Something tells me Lingard doesn't care what you're doing. He's been out of it since I got here. Ja, ja, Clem, natürlich. He's alive. Poor dumb bastard. That's gonna need more than just cleaning, Javi. I can stitch that for you. Du darfst ihr vertrauen. I can't promise it'll look great once it heals. It's better than nothing, though. Wir fragen mal. You've done this before? Wir wissen's ja schon. Yeah, I have. On myself, actually. In much worse conditions. Wir erinnern uns. You'll be fine. In der kleinen Scheune. Let me see if I can find a needle and thread for that. Das war eine der besten Szenen in diesem Spiel. Clem, are you okay? I'm fine. Anscheinend nicht. I started bleeding. I know it's a thing. I've traveled with women before, and they all had it. What is it? I mean, why is it? Oh nein. Just don't understand. Oh, das? Es ist normal. Du wirst erwachsen. It means you're growing up. Blossoming into your, you know, like, womanhood. Your body is developing, and then
Things changed, but it'll be okay. Okay. I can take you back to Kate. She can help you with, Javi, worry about yourself right now. We need to find a needle and thread to stitch you up first. Okay, suchen wir. Right. Ja, krass, aber total logisch, dass Clementine, als wir Clementine gefunden haben, waren sie ja noch ein kleines Kind. Wie alt war sie da? 8? 7? 8 oder 7, meine ich. Und dass wir wissen das alles durch Schule, durch unsere Eltern, wie sich unser Körper entwickelt, warum Frauen ihre Periode haben und alles, das kann sie ja nicht wissen. Woher soll sie es denn auch wissen? Daran denke ich gar nicht. Aber natürlich fragt sie nach. Ja, auch gut gemacht, wirklich gut gemacht. Okay, das hat gereicht. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr wach, oder? Ansprechen. Ohrfeige verpassen. Oh nein. Wake up! Talk to me! Dr. Lingard? Dr. Lingard? Dr. Lingard? Can you hear me? Ich glaube, der hört dich nicht. Does he look like he can hear you? Soll ich ihm eine Backpfeife geben? Einfach spaßhalber? Ja, oder? Oder komm, wir geben ihm eine Backpfeife. Wake up! Oh Gott. Talk to me! Oh nein. Aber vielleicht hätte ich noch suchen sollen. Scheiße. Wow. That guy is really out of it. Okay, dann das hat gut getan. Alles klar, dann suchen wir doch mal selbst. Was haben wir denn hier? Penicillin. Not what I'm looking for. Okay, so das macht mir schon mehr Spaß, hier ein bisschen rumzusuchen, zu schauen, ob wir was brauchen. Das kann ich auch für den Älteren folgen. Not much left. It looks like painkillers are in high demand. I wouldn't steal any medicine if I were you. It really doesn't go over well. Das kennst du ja schon. Leg sie zurück. Oh nein! Oh nee! Brauchen wir sie denn? Ach Gott, aber wenn ich mich daran erinnere, was Clementine alles passiert ist, nachdem sie gestohlen hat. Ja, wir legen sie zurück. Wir legen sie zurück. Oh Gott, mal gucken, ob... Oh, das wird uns bestimmt noch zum Verhängnis werden, ganz ehrlich. Jackpot. Needle and thread. All sterilized and ready to go. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Just pills. Okay. Log in. Ja, Hauptsache, hier gibt's Strom, wa? Here we go. Oh, okay. Für Clementine. Ja, das ist aber wirklich krass. Aber woher soll sie es denn auch wissen, ne? Woher soll sie es wissen? Okay, sprechen wir mit ihr. Hey, this is just what you're looking for. Okay. They help you handle it. Kate'll take care of you. Oh, okay, ein bisschen weird. Think I remember Danke. How to do this. Hätte auch gereicht, Clem. Aber gut, dann eben nicht. Okay, hold still. Try not to breathe. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Das wird Basically, all this means is you could become a mom, if you wanted. Funny. I already felt like a mom. Kenny used to say I was a natural born mother. Oh Gott. Oh nein, denken wir jetzt wieder zurück an Kenny? Oh was? Ein wunderschöner Cliffhanger. Ich weiß, bitte nicht zu böse sein, aber das passt jetzt gerade sehr gut mit der Zeit zusammen. Ihr werdet in der nächsten Folge dann erfahren, um was es jetzt hier geht und ja, ob wir vielleicht Kenny wiedersehen, AJ bestimmt, aber Kenny, wer weiß, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.